love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oh, jetzt hat's ja angespoilert. Brutal, oder? Das sieht man ja schon. Hä? Wir sind heute zu Gast. Werner, grüß dich. Grüß dich. Mega geil. Wir dürfen beim Bauer Werner heute zu Besuch sein. Also wir haben heute echt italienischen Content. Willkommen in meiner Zeitblasenwelt. Genau. Weil ich weiß jetzt nicht, wann das Video genau läuft, aber das Video wird in 2 oder 3 Wochen sowas laufen. Dann war vorher schon eine SLM-Veranstaltung, das habt ihr dann schon gesehen, aber wir erleben es noch. Das ist eine geile Welt, oder? Hier. Genial. Also warum ich manchmal ein bisschen Balla-Balla bin, das erklärt sich jetzt von selber, oder? Nein! Nein, niemand gibt mir die Hand, so alt bin ich noch nicht. Ah. Und als kleiner Bub hast du natürlich immer Auto gespielt und alles. Aha. Und ich habe dann einen Fiat 127 als Modellauto gehabt in der Rallye-Version. Geil. Wir als junge Burschen haben die Fenster ausgedruckt. Auf alle Fälle war ich immer schon autoaffin und dann habe ich natürlich aus dem 127 habe ich dann ein Stocker-Auto gemacht, den Modell. Hab den zusammengehauen. Und wie ich dann ein eigenes Auto braucht habe, habe ich einen 127, ich war eigentlich so auf Polo bedacht, wenn ja Polo, schaust du mal zum VW-Händler. Dann habe ich da so alte 1er Polo gesehen und dann stand plötzlich 127er. 1er Polo, 86er Polo. Genau, ja, und dann stand so 127er da aus die 80er Jahre. Und geil. Dann irgendwie ist, glaube ich, mit meinem Unterbewusstsein das wieder rausgekommen, du hast den damals mal malträtiert, du hast den kaputt gekauft, rettet das Fahrzeug. Rettet! Und dann habe ich den gekauft und seitdem bin ich in die Kisten verfallen. Haben wir im letzten Video Tschüss gesagt? Ja. Haben wir gesagt? Ja. Dann sagen wir herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, Donnerstag. Wir sind immer nur beim Bauer Werner. Heute gibt es Teil 2. Ich lasse nicht los. Ich lasse nicht los. Ja, wir haben so viel Spaß, wir kommen nicht mehr weg bei dir. Das ist unser eigentliches Problem. Tja, Autobianchi haben wir abgespeist, oder? Mhm. Mega geil. Hinten raus im letzten Video haben wir euch dann noch gewogen, weil wir wollten ja noch wissen, was er eigentlich wiegt. Das haben wir noch nachgeholt. Ja, gehen wir zum nächsten Opfer, oder? Rettet das Fahrzeug! Also Motorsport-Opfer. Genau. Der Automobilhersteller würde ja Opfer sagen, oder? Mhm. Also vermute ich jetzt mal. Doch, weil alles für den Motorsport, was dann... Oh, was kaputt gehen kann? Nee, was ja jeder alles umbaut, da bleibt ja eigentlich von den ursprünglichen Ingenieuren nichts mehr über. Das stimmt allerdings. Ja eben, deswegen glaube ich, dachten die alle sagen, das sind lauter Opfer, die Autos. Mhm. Oder feiern die das? Das darf mich eigentlich mal interessieren. Wobei die Italiener, glaube ich, feiern das noch mehr als die deutschen Hersteller oder so. Ha, so! 127er Abarth haben wir das nächste Thema, gell? Mega! Auch so ein scheiß geiles Auto. Also ein Autobianchi haben wir ja schon so gefeiert. Absolut mega, brutal. Kennen wir die eigentlich primär, oder die, mit dem Auto? Ja, genau. Richtig. Fällt halt natürlich auch auf, gell? Frage, erst einmal generell, weil das weiß ich nicht. Ist ihr überhaupt ein Abarth? Nein, also Abarth hat es beim 127er nur in der allerersten Serie gegeben und das war nur so ausstattungsmäßig, also Doppelrohr-Auspuff, Lenkrad, ein bisschen Styling-Elemente, hat aber nur einen 45 PS Motor gehabt aus 900 Kubik. War nur so ein Style, Abarth-Style. Ach, das war ein Abarth-Style. Heute, da hat es aber doch einen 70 PSler gegeben. Genau, das ist aber kein Abarth, sondern das war dann wirklich eine Fiat-Motorentwicklung. und hat dann 70 PS gehabt, oben liegende Nockenwelle, wie es auch er noch hat. Er ist dann der Nachfolger, der hat dann auch 1050 Kubik gehabt, wie es eigentlich der A112 auch serienmäßig gehabt hat. Genau. Ist aber ein anderer Motor, der hier Stösselstangen, unten liegende Nockenwelle, der hier oben liegende Nockenwelle, sogenannter Brasilien-Motor, weil die in Brasilien gegossen wurden und gefertigt wurden. Und der Straßenwagen hat eben noch einen A112 Original 70 HP Motor drin. Und es ist so unglaublich, also ich gehe mal davon aus, dass ihr das Video davor ja schon gesehen habt, gell? Aber es ist halt, das ist halt wieder so typisch in unserer Motorsportszene, das, was man als Track-Tool hat, hat man irgendwann so als zweiten Daily in nochmal perfekt schön auch, aber das ist unglaublich für mich, der hat Originallack, also das ist krass, also das muss ich wirklich sagen. Tut mir leid, wenn ich jetzt zuerst wieder dazu behuschen muss, aber das seht ihr ja im Video gar nicht, gell? Aber man merkt, der ist auch durchpoliert, der kriegt auch öfter mal einen Wachsel, das sieht man einfach. Nach so vielen Jahren Originallack in dem Zustand, also das ist krass, sowas siehst du ja nicht mehr, sowas findest du ja nicht mehr, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja brutal. Der zweite Besitzer, genau, der erste Besitzer hat den 79 gekauft. Auf den hast du gewartet, bis der gestorben ist, oder? Nein. Ja, schon, da hat er zugepenzt, wie sagt man bei so diese, nee, das darf ich nicht sagen, weil sonst kriege ich wieder, ja genau, diese Erbschleicher so nach dem Motto. Ja, wie kennt man sonst dann sowas? Nein, noch nicht Film. Das war wirklich auch ein ziemlicher Zufall, das ist... Also der ist... Er möchte es jetzt nicht sagen, er hat 20 Jahre für den Rasen gemacht und so, genau, dass er weiß, dass das Auto dann vielleicht an ihm vererbt wird oder irgendwie so, oder? Nein. Also ich hätte es zumindest vielleicht gemacht. Also der ist verkauft worden an den, dann ist glaube ich seine Frau dann gestorben und dann wollte er auch nicht mehr fahren. Und dann hat er das Auto an seinen ursprünglichen Händler zurückgegeben oder hat gesagt, zu dem Händler ist er hingefahren und hat gesagt, weißt du jemanden, der braucht das? Der Siegel Reitmeier, der steht hinten noch drauf, der hatte dann keine Fiat-Werkstatt mehr, sondern... Hat der nicht sogar irgendwie einen Japaner, Mazda oder das Mitsubishi oder irgendwie sowas hat der gehabt dann? Muss sogar passen. Und der hat dann wiederum den Mühldorfer Oldtimer Club Obmann kennt. Den hat er dann gefragt, warst du jemanden? Der wusste, mein Kumpel aus der Mühldorfer Gegend, der auch 127er fährt, du fährst doch so Autos, kauft er den? Der hatte keine Kohle, der hat es dann mir gesagt. Ich bin hingefahren, habe reingeschaut, habe mir gedacht, ach, so muss das ausschauen, wenn das Original ist. Ja, geil. Ich habe nur geschweißt und habe da alles an dem Auto einfach nur gesehen, Stellen, die ich noch nie original gesehen habe. Und habe natürlich dann dazu gegriffen damals. Geil. Das war 2000 und seitdem fahre ich das Auto. Seit 2000 hast du den. Genau. Ist auch immer mal wieder auf der Nordschleife unterwegs, aber langsam. Ja, gut. Vorsichtig. An deine Aufkleber sieht man, also ja, er ist nicht nur ein Straßendaily, sondern er wird trotzdem auch sportlich bewegt. Genau, hat jetzt mittlerweile den Autobianchi A112 Motor drin mit 5-Gang-Getriebe eingebaut und eingepasst, dass es funktioniert da drin in dem Motorraum. Eingetragen auch alles höhenverstellbares Fahrwerk. Ist von einem von unseren 128er Kollegen, der Ling-Jürgen, hat die entwickelt. Meins stammt noch von FK gebaut und heute wird... von FK noch? Genau. Und heute wird aber das gleiche Fahrwerk von KW gebaut. Ja, genau. Für die Fahrzeuge. Ah, Wahnsinn. Kann man bei ihm kaufen. Kriegst Gutachten dafür für 128, Autobianchi, 127. Ja, Wahnsinn. Funktioniert hervorragend. Aber der Lackzustand, der begeistert mich trotzdem nur, weil das ist eigentlich schon krass. Also, ich meine, das darf man nicht vergessen, wir haben jetzt in der Generation, da haben wir nicht Wasserbasis lackiert, sondern Unilack. Das ist auch kein Metallic, das ist ein alter Unilack. Wobei ich, ganz ehrlich, ja, wenn wir so alte Autos restaurieren oder sowas, eigentlich darfst du den Unilack nicht mehr lackieren. Auf Nitro-Basis darfst du eigentlich nicht mehr, aber so alte Autos, also wir machen es trotzdem noch, weil der Vorteil ist halt bei den alten Lacke, du kannst die schleifen, du kannst die polieren und du bringst da die Schicht runter und selbst wenn der ein bisschen angewedert ist, der wird einfach wieder schön, weil da ja sowieso von Haus aus viel Farbe drauf war früher. Das ist einfach nochmal so und das, also der Lackzustand ist brutal. Er ist einmal durchpoliert worden, das sieht man ja kürzlich und das hat nicht so gut funktioniert, da ist also gar scharf rangegangen, nur jetzt wieder mit einem leichteren Politurmittel rangehen. Das ist aber echt krass. Also Lackzustand ist ganz cool. Genau, richtig. Aber du hast an dem Auto viele Teile eigentlich erneuert, weil selbst der Spoiler unten, das ist doch normalerweise weiß. Kunststoff gepflegt, nein, das ist nur Kunststoff gepflegt mit, ich nehme A1 her immer, die Stoßstangen sind neu. Das ist jetzt auch, das sind diese Stoßstangen von dem 900er mit Metall, mit Kunststoff. Genau. Das ist der 70 HP Look, also der 70 PS Look. Genau, aber das ist nur einfach Kunststoff gepflegt alles. Was machst denn du wenn du gerade keine Rennen fährst und nicht arbeiten musst, also er hat genug Autos zum Polieren, er tut Roffen einschmieren, er tut die Plastikteile einschmieren, also du bist eigentlich voll beschäftigt, oder? Ja, ich arbeite halt immer. Geil. Also das heißt, du hast eigentlich den gleichen Vogel wie ich. Ja, ich bin nämlich auch nicht ganz sauber. Darf ich dir was sagen? Aber lach mich nicht aus. Schau mal, wir haben ja mit unserem Auto auch da. Aber wenn er deine Videos schaut, dann weiß er das. Schau mal da. Tut mir leid, aber ich bin halt auch nicht ganz. Genau, ja. Ich muss das leider machen. Lieber Strasser Thomas, viele Grüße. Die habe ich letztens bei ihm, wo wir das Video draht haben, bei ihm ins Rennauto eingelegt. Das Spiegel geht aus, geht zum Bestimmen. Tut mir leid, schau in dein Auto ein. Wir haben da leider einen Tugo da müssen. Was denn? Wird da, glaube ich, auffallen, oder? Was? Weil wir haben da so einen Hau. Ja, ich habe da eine Fußmatten reingelegt, weil die da hinten so provokant gelegen ist. Ach so, wegen? Ja, dass das Auto nicht dreckert wird. So. Das sind die besten Fußmatten ever. Und ein zweilagiges Papier, sauber. Jetzt müssen wir zuerst den Daily angucken und dann gehen wir voll Hardcore-Porn, aber so richtig übel ins Rennauto über, oder? Ja, sag mal, aber die Sitze sind nicht mehr original, weil das sind Recaro-Sitze. Die waren doch damals nicht drin. Von FK auch die Sitze. Die hatte ich. Ach, das sind doch, ja genau, damals, die haben es nämlich Nachbau gehabt. Zu meinem 40. Geburtstag habe ich die Geschenke von ein paar Freunden. Da kann man geil, oder? Damit fahren, wenn man gut drin sitzt. So, jetzt muss ich da mal einsteigen und mal schauen, ob ich in so einem Auto Platz habe. Ach, mehr als im Autobianchi normal. Also was halt bei den alten Autos einfach geil ist und ich liebe das heute noch, gell? Das ist, schau mal, mein prächtiges Hinterteil ist in der Höhe und die Bodenplatten ist 5 cm drunter bei. Das ist halt einfach schön, so was hast du halt bei den neuen Autos nicht. Wenn du sowas früher dir verlegt hast, weißt du, da hast du halt Straßenkontakt. Genau, richtig. Das ist halt einfach schön. Geil. Voll unglaublich, oder? Der Dachhimmel ist ja auch schön, den muss ich euch zeigen. Das ist so ein Horn wie bei der Oma in der Stumm. Das Fahrzeug ist so ein Zwischenserien, ein Fahrzeug zwischen der ersten und zweiten Serie, weil die zweite Serie hat er eigentlich Pappkarton mit Filz beklebt und die hat noch den Himmel von der ersten Serie, so ein Spannhimmel. Das ist wirklich noch ganz ein verrücktes Auto, der hat auch eine Heckaufhängung gehabt von der Heckablage, Hutablage, die ganz anders war. Also das war so ein Zwischenserienfahrzeug. Rasenmäher läuft. Nein. Die Uhr läuft. Genau. Ist geil. Da ist eine Quarzuhr drin. Ja, genau. Er weiß, was ich meine. Hier, ich denke mir gerade, was tickt denn da so? Da der Sekundenzeiger, die Uhr tickt. Wie geil ist das denn? Haha, voll geil. Ja, geil. Sowas kriegt man heute nicht mehr eintragen in der Kreis. Ja, doch. Also es war. Ja, an den alten Autos schon noch, aber... Zeit leer für die großen Autos natürlich nicht, für das kleine da, das lässt sich gut lenken noch mit dem kleinen Lenkrad. Ich komme da nur aus der Generation, wir haben natürlich die kleinen Ride-Lenkradeln eingebaut und das sieht man nicht, das hat uns immer gestört, das haben wir alle geschliffen und poliert, bis das irgendwann glänzt hat. Das war eine Scheißarbeit, das war unglaublich, das war brutal. Und dann haben wir sogar die scheiß Schrauben noch alle poliert. Geil. Schon ganz schön gelitten über die Jahre. Unglaublich. Aber das Auto läuft jetzt schon 23 Jahre so, also das Fahrwerk ist jetzt noch nicht ganz so alt, aber es ist auch, mein Gott, ich glaube, das ist auch schon jetzt 15 Jahre drin, wenn es gelangt, das Fahrwerk. Geil. Und funktioniert echt gut. Satter Klang noch. So geil. Ja, es ist, bei dem ist nichts verzogen, weil nichts geschweißt, es geht einfach noch satten Schloss. Brutal. Ah ja, man sieht, er cremt sogar einen Spurleiter, damit er nicht weiß wird. Genau, richtig. Unglaubliche. Ah, der Zustand ist schon fantastisch, also muss ich schon echt sagen. Also das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Hey. Aha. Ja, richtig geil. Tja, geiler Teil, oder? Aber eigentlich haben wir ein Rennauto da, das hilft ja nichts, oder? Genau. Jetzt müssen wir die Konkurrenz wieder ausleuchten, das hilft ja nichts, oder? Brutal. So ist es. Tja, dann machen wir mal das Häubchen auf und lassen uns mal reingucken, oder? Okay. Ja, ja, glaube ich, haben gesagt, wir müssen, glaube ich, so ein neues Thema machen. Irgendwie so Pop the Hood oder so, oder? Hey, Pop the Hood. Pop the Hood? Pop the Hood. Ja, das kenne ich mal schon eher von den Autos. Also vom Autobianchi waren wir ja schon begeistert, wie gut der funktioniert, gell? Mhm. Wobei mit dem Auto kennen wir dich ja eigentlich, weil im Großen und Ganzen bist du ja eigentlich immer alles mit dem Auto gefahren, oder? Genau, richtig. Ja. Unglaublich. Und wir wissen ja, er geht schon auch verdammt gut. Mhm. Ist schon brutal. Gut. Was bringt er denn Gewicht jetzt eigentlich auf die Waage? Also ich vermute mal in der Gegend von 745 Kilo wird er haben. Ich habe noch eine alte Wiegung, da war noch ein bisschen was anderes von Käfigstreben und sowas, was man damals noch nicht braucht hat. Da war ich bei 738. Mittlerweile ist eine größere Batterie drin. Es ist eben ein paar Streben dazu gekommen. Die Felgen sind etwas schwerer als die damaligen Felgen. Und na gut, der Käfig ist auch ganz schön massiv gemacht und er geht auch auf die Dom vor und Vierer. Ja, also ich gehe schon davon aus, dass im Moment nur irgendwo 745 sowas auf die Waage bringen wird. Das ist auch vorher eingeschweißt, die Zeile, oder? Genau, richtig. Das die ist nicht geschafft. Die Schweißnähte besser nicht so genau filmen, da war ich in 2000 noch nicht so wirklich bewandert. Warum hast du das geschweißt? Ja, ach so? Alles selber geschweißt. Und man sieht es auch an manchen Stellen, aber ich glaube, es ist schon vernünftig geschweißt, aber halt vernünftig manchmal ein bisschen noch daneben gebraten oder so. Naja gut, da hast du jetzt einen Haufen zum Brutzeln, wenn du da nachher einmal ein bisschen blöd wärst und einmal daneben brutzelst, naja okay, ich glaube, das kann man auch verzeihen. Ja, trotzdem ist er ganz schön geschweißt, so ist es ja nicht. Also das Auto, das habe ich auch schon sehr lange. Bin auch vor 2000 damit schon gefahren, da war er allerdings noch Straßen zugelassen, hat noch einen normalen Heiko-Käfig geschraubt drin gehabt. Also ist bei dir quasi auch so, dass irgendwann von der Straßenzulassung, modifizieren, keine Straßenzulassung mehr, austoben. Also bist du quasi auch auf dem Weg dazu gekommen? Ich war einfach, ich bin Slalom gefahren, habe immer Slalom angeschaut. Mhm. Und mich hat immer die Gruppe H fasziniert und ich wollte halt genau so es machen. Und als ich dann einfach die Chance hatte, ein bisschen Geld auch hatte, dann habe ich halt modifiziert und verändert. Wie gesagt, dann so 99, die Karosserie war an vielen Stellen schon schlecht, habe ich halt dann begonnen zu sagen, so... Seit wann hast du den überhaupt? Den habe ich 94 gekauft, der war schon teils vorbereitet für Sport mit dem Heiko-Käfig drin und ein paar Teile dazu gekauft und dann habe ich den erstmal für die Straße aufgebaut. Und habe das halt alles eintragen lassen, waren damals 90 PS eingetragen mit die Vierfachvergaser, 40 DCNF drauf. Und so bin ich dann einmal eine Zeit lang Slalom gefahren, allerdings in der Gruppe F, serienmäßiges Getriebe, lang übersetzt. Ich bin den Polos nicht hinterhergekommen, gar keine Chance. Simple Reifen, das waren einfach nur Reifen aus dem... Und dann hat es ihn gejuckt. Und dann habe ich halt immer die Gruppe H angeschaut, danach nach der Gruppe F und habe mir gedacht, oh, geil, sowas möchtest du mal haben. Genau, und dann 2000 habe ich halt damit angefangen, den aufzubauen bis 2002. Dann schon damals den ersten Käfig eingeschweißt, die ganze Zelle. Die hinteren Radhäuser sind komplett modifiziert, um die ganze Anlenkung der Hinterachse anders zu machen. Und dann kam halt hier der Hof dazwischen, den wir uns gekauft haben. Dann hier viel renoviert, restauriert und das bis 2012. Und dann habe ich an dem Teil weitergemacht. Musste halt dann den Käfig wieder modifizieren, waren ja andere Vorschriften im Eigenbau. Und so hat das dann einfach begonnen. Ja gut, doppelter Flankenschutz, wir es damals nicht gemacht haben, oder? Genau, weil den hast du früher nicht braucht, heute brauchst du ihn. Knotenbleche rein, die A-Abstützung hier musste dann sein und alles Mögliche kam noch dazu. Und dann habe ich so 2012 begonnen und 2014 bin ich dann das erste Mal gefahren. Da war dann noch Vergasermotor, also mit die 40 DCNF Vergaser. Der Motor stammt allerdings nicht von mir, also diese Konstruktion des Motors, sondern die stammt von Thomas Kohler, der mit 127er Fiat Slalom unter einer Bergrennen gefahren ist, ist auch heute noch im Bergcup unterwegs. Heute pilotiert er einen wunderschönen, auch gelben Fiat X19. Da hat er einen 1400er Motor drin mit 16 Ventilen und geht wirklich super gut. Hat da unheimlich viel getüftelt, hat auch bei den Motoren unheimlich viel getüftelt. Sein Fiat, sein 127er fährt immer noch beim Stefan Winkler, das ist sein Schwiegersohn. Ah, das ist sein Schwiegersohn. Genau, also, das ist sein Schwiegersohn und der Motor. Ach, das ist sein Auto gewesen. Sein Auto gewesen. Ach, das habe ich auch nicht gewusst. Die Motoren baut er für ihn. Aha, ja, sind jetzt alles mittlerweile 1400er Motoren, die er da baut. Das ist ja nur ein 1300er ja. Motor für die Gruppe H, 1300 Kubik. Genau. Und das ist der Motor. In dem Motor ist eine spezielle Nockenwelle drin, die damals der Thomas noch ausgetüftelt hat von den Steuerzeiten her. Ist es ein Drehmomentmotor. Also das Teil, so wie es jetzt hier steht, hat ab 4500 Umdrehungen hat er sein Drehmoment über 130 Newtonmeter, bis rauf auf 140 Newtonmeter, bis zu den 8,3, wo seine Drehzahl begrenzt ist. Oh, das ist aber schön durchgehend. Genau, richtig. Das ist ein schönes Drehzahlbandel. Unheimlich gut fahrbares System, mit dem, so wie es beieinander ist. Hier ist diese Einspritzanlage drauf, mit den draufgeklappten Teilen, die wie DCNF aufgebaut sind. Fährst du da eine Doppelbedüsung da, oder wie ist denn das? Nein, nur einfache Bedüsung. Also, nein, einfach genau, bedüst, ja. Einfache Bedüsung. Mhm. Und das ist ein Fächerkrümmer, Auspuffanlage 60 mm durchgehend mit zwei Töpfen. Abgestimmt auf normales Benzin. Abgestimmt 102. Im Moment auch auf die 102er Oktan. Ja. Aber würde sich nicht viel ändern, wenn es das, sage ich mal, ja, glaube ich. 90 gehst, was ich wahrscheinlich irgendwann mit machen lasse. Man ursprünglich abgestimmt ist er bei Minichberger worden. Der hat auch die Einspritzanlage, die Elektronik und das ganze System aufgebaut, mit dem Triggerrad und alles hat er da hier gemacht und das hat er wunderbar abgestimmt. Und im Moment jetzt gehe ich dann eher hier in der Nähe bei mir, bei einem zum Abstimmen, weil es zum Minichberg einfach immer ein ewig langer Weg ist, wo ich fahren müsste. Aber Hauptsache der Ölfilter ist, hat ein Preis, das ist ein Wahnsinn. 4 Diesel. Ja, brutale. Ein bisschen größer, einfach ein bisschen mehr Ölvolumen wieder. Ja, krass. Zusammen. Die Ölwanne ist auch größer, also eine Aluölwanne vom Hörmann noch. Ach, der hat eine Aluölwanne auch gekriegt. Genau, vom Hörmann cool. Noch die Aluölwanne. Wie viel PS fährst du jetzt? Der hat jetzt 140. Echt 140 PS? Genau. Ja, ist auch viel reingegangen. Bei 7, 8. Wahnsinn. Ist die Höchstleistung und 8,3. 7, 8. 8,3 Drehzahlbegrenzer. Genau, richtig. Dann kommt da für den Slalomsport einfach ein sehr kurzes Getriebe dazu. Also 5-Gang mit dem langen ersten, kurz untersetzt. Mhm. Und das Differential ist mit einem. Wo ist das Getriebe aus? Das ist das Getriebe aus diesem Motor, aus diesem Fahrzeug. Das ist ja die sogenannte dritte Serie eigentlich. Ja, aber da ist jetzt bloß nur das Gehäuse original, oder? Das Gehäuse ist original, der Radsatz ist aus Italien und die Sperre, die drin ist, ist auch ganz speziell. Kommen wir auch noch gleich drauf. Aber vom Prinzip her ist das noch das 5-Gang-Getriebe, haargeschaltet, ganz normal synchronisiert, etwas gröber verzahnt und halt langer erster, kurze Doppelgänge und ein sehr kurzes Differential. Es ist bei den 8,3 Höchstgeschwindigkeit 135 km/h mit den Reifen im 5. Gang. Mehr geht nicht, aber dafür ist er im Slalom halt einfach. Ich wollte gerade sagen, du brauchst im Slalom eine. Ja, wobei manchmal na, schon ein bisschen eng. Wobei, Moment einmal, du bist ja mit dem Auto Schlesselbergrenner, beim Straßenverkehr bist du ja auch schon oft gefahren. Mhm. Da kommst du aber schon an deinen Begrenzer zu, oder? Gang, also da komme ich nahe an den Begrenzer, ja, genau. Weil die Strecken hat es schon auch in sich. Genau. Also wenn ich hochfahre, man hat viel Gewicht, deswegen komme ich nicht ganz so hinterher. Aber wenn ich hochfahre, vor der Linkskurve, 5. Gang kurz vorm Ausdrehen, kann man sagen. Dann die kurze Untersetzung für den Slalomsport und ich habe dann ewige Zeiten ohne Differentialsperre gefahren, was prinzipiell in der Rundstrecke ganz gut geht, wenn das Fahrwerk funktioniert, aber im Slalom mit den Daumen. Ja, das ist klar. Und dann habe ich halt überlegt, ich habe dann so eine Gleitsteinsperre gehabt, die ist im Slalom einfach, die hackt ein, dann kippst du nicht mehr raus. Ja. Und ich habe immer überlegt, hole ich mir von Bacci aus Italien Sperre, gibt es zu kaufen, sagen aber alle immer, naja, ist nicht super toll. Drexler ist natürlich bei uns hier. Boah, Drexler-Sperre. Ja. Und dann fragst du dann natürlich, gibt es für den 127er keine Sperre bei Drexler. Also was ja, die machen es da aber. Was habe ich gemacht in meinem Wahnsinn? Ich habe sie konstruieren lassen. Schon, vom Drexler nachher? Genau, ja, denke ich mal. Meinen Vorgaben, wie ich es mir gedacht habe. Aber eingebaut haben sie wahrscheinlich sie, oder? Nein, das habe ich eingebaut. Hast du schon selber? Ja, okay, weil das tut der Drexler nämlich selten, weil meistens wollen sie das AC einbauen. Nee, das hat, okay, cool. Die haben es für mich gefertigt, also die haben die Konstruktionszeichnung gemacht, Konstruktion gemacht, ich habe sie abgenommen, habe sie fertigen lassen. Herzlichen Glückwunsch, hast du ja drauf sparen dürfen. Ja. Ja, das war's. Tut mir leid, aber Drexler sperrt. Aber das glaube ich, dass das mit eine teurigste Investition war. Aber bei mir aus der Praxis muss ich immer wieder sagen, keiner baut so geile Sperren wie der Drexler. Die haben so krass, das ist der Wahnsinn. Die haben auch ein Know-how drin, das ist, also das ist wirklich, das ist ein Weltwahnsinn bei denen, brutal. Und ist definitiv das Geld wert. Also fahrwerkmäßig ist eine Vorderachse drin, also ein Uniball. Und das ist auch alles Uniball gelagert. Der hat praktisch einen Querlenker hier und hat dann einen Stabilisator als zusätzlichen Aufhängungspunkt. Der ist dann geht der Stabi vorne um, oder? Genau, der Stabi geht vorne rüber und ist praktisch das zweite Teil, so eine Art Dreiecklenkers. Ja, genau. Aha. Und diese Aufhängungsteile vorne, die kämen von einem Bergfahrer, der Jürgen Hessberger. Das ist sein altes Teil gewesen. Moment, der Stabi geht aber nicht serienmäßig vorne um, oder? Doch. Ach, das haben sie damals so gemacht. Das ist ein Aufhängungsteil. Du hast praktisch deinen Schwingarm. Und dann ist der Stabi angelenkt und geht vorne rum und führt den Schwingarm damit. Und das ist halt hier alles in Uniball und Teflon ausgeführt. Dann McPherson Federbein und dann Federbein von meinem Kumpel Hans Brückner. Das ist aber wahrscheinlich ein verstellbarer Stabi, oder? Oder hast du einen Douglas rot lackiert? Nein, der ist einfach nur rot lackiert. Also, okay. Damit er schöner ausschaut. Okay. Da ist nichts verstellbar. Okay. Du kannst natürlich den Nachlauf einstellen, aber die Stärke kannst du nicht verstellen, so wie sie ist. Kostet nicht. Nein. Ja gut, aber das ist jetzt ein Auto, du bist mit dem Fahrzeug verschmolzen mittlerweile, also ihr zwei funktioniert. Du hast einmal zu mir gesagt, der ist eigentlich easy zum Fahren. Genau. Ist das echt so? Ist so, ja. Jetzt mittlerweile mit der Servolenkung, vorher war es unheimlich schwer, weil er hat auch 50% kürzere Lenkung, die Kräfte, die 8. Hast du das Servo elektrisch oder drüben, oder? Das Servo elektrisch von Corsa B. Das hier. Corsa B. Du hast hier am Corsa B, du hast hier einen Motor dran an der Lenksäule. Ach so, die Lenksäule genau, Oberdraht. Ja. Genau, das ist so das Typische. Bei ihm ist ja Servolenkung vom 500er Fiat drin, vom modernen neuen Cinquecento. Ein neuer Cinquecento. Jetzt mit der Servolenkung und mit der Sperre ist er super easy zum Fahren. Wirklich sehr angenehm, ist absolut neutral auf der Hinterachse. Was hast du da für Fängbreiten? Sind wir 8x13. 8er. Genau, ja gut, da ist natürlich noch mit der Servolenkung und das Lix ist das natürlich jetzt schon. Die Kräfte und die Sperre drin, das hat alles an den Armen gezerrt. Ich bin nach dem Slalom ausgestiegen. Ja klar, fertig gewesen und dort schüttern und Ohren dann da oben weh, ganz klar. Nur 3 Läufe fahren. Ja genau. Ja. Aber jetzt ist es super easy. Hat das Auto eigentlich einen Wagenpass jetzt? Das hat einen Wagenpass, Gruppe H, FS kann die fahren. Theoretisch kann die E1 fahren, weil ja E1 deckt der GmbH auch ab, macht aber keinen Sinn vom Leistungsspektrum und vom Gewicht her. Aber bevor du den Autobianchi jetzt gehabt hast, bist du aber mit dem schon internationale Bergrennen und so Geschichten trotzdem gefahren, oder? Nein. Ah, bist nicht gefahren? Nein, bin nicht. Also aber wie kommst du noch zu deiner E1-Lizenz? Ich habe keine E1-Lizenz, ich fahre nur nationale Lizenz. Nur die nationale? Ja, genau. Aber du kannst, wenn du die nationale fährst und mindestens 5 Bergrennen im Jahr hast, kannst du die internationale aber trotzdem kriegen. Kann ich machen, ja genau, richtig. Jetzt muss ich erstmal schauen, der Autobianchi wäre schon dann auch einmal irgendwann für Bergrennrichtung gedacht auch, weil er ist jetzt nicht unbedingt ein Slalomauto. Ja, richtig. Das ist ein Slalomauto für Slalom, echt ganz klar. Schweizer, enge Tore, Wenden und so weiter. Und der ist dann Bergrennfahrzeug. Ey, schön mal meine Hosen auf, da passt du besser rein wie im Autobianchi, glaubst du mir. Der ist etwas größer. Da steigst du voll gut rein. Ja, der ist etwas größer, der Kübel. Warum hast du denn da Bremsleichen oder Shiftlight? Das ist Öldruck. Zu mir. Das ist Öldruck. Geh ein bisschen zu mir, weil dann habe ich die am Mikro ein bisschen lauter. Das ist nicht du. Achso, ich. Das ist Öldrucklampe. Ah, genau, Öldruckwarnung. Müssen wir euch mal zeigen. Hier Öldruck. Ja. 21 Watt Birndl. Weil das eine, das normale Öldrucklampe sitzt da innen drin ganz. Achso, ja gut, das ist ein Drecksfunzel, das siehst du nicht. Genau, die ist für den Arsch. Richtig. Und beim Bianchi habe ich es leider gar nicht im Moment. Aber du hast ja da Wandling-Schalter und alles nach wie vor noch drin. Ja, serienmäßig. Ich will ja diesen Look behalten vom Auto. Also ich habe einmal das Auto gebaut am Anfang, habe ich gesagt, das Auto muss von außen gut ausschauen. Das Auto muss einen gescheiten Lärm machen, weil schnell bin ich nicht. Weil ich war ja mit dem alten, war ich nicht schnell. Also wie ich vorher war ich ja nicht schnell. Ich war immer weit hinten dran. Und da habe ich gesagt, schnell bin ich mit dem Auto nicht, also muss er gut ausschauen. Und er muss einen gescheiten Sound machen. Das war mein Ziel, das hat funktioniert. Und plötzlich habe ich gemerkt, das Auto fährt, ich fahre, es geht, ich bin dran. Genau, und dann haben wir nachgerüstet nach und nach. Ich glaube, die benutzt du, oder? Was ich so in deine Onboard-Videos gesehen habe. Also du bist schon... Was fährst du da für Motorsteuerung? Ich sehe auf jeden Fall, du hast einen OBD-Stecker dazu. Genau, das ist eine MBE. MBE-Steuergerät, genau. Warum hast du einen OBD-Stecker dazu da? Das, denke ich mal, haben die gemacht damals. Das hat der Minichberger eingebaut, ja. Und der hat das gemacht, damit du da wahrscheinlich auch irgendwas anstecken kannst, was vielleicht er dann auch braucht manchmal. Oder Messgerät. Ich weiß gar nicht, wie sie sich da anstöpseln. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, schon mit dem OBD. Ja, gut, nein. Es sind bloß 2 Pins belegt. Ja, oh Mann, keine Ahnung. Ja, OBD, sowieso OBD. Ich fahre zu den Profis, die da die Abstimmung machen. Das kann ich nicht, dass ihr am Laptop dann da irgendwas raustüftelt, wie ich den da einstellen müsst. Da jetzt müsst ihr den nachschauen, für was die 2 Pins haben, mit was die belegt haben. Das darf mich interessieren. Okay, anfunken tust du aber trotzdem eigentlich keinen, oder? Nein, nein, tue ich nicht. Geil. Aber trotzdem eigentlich schon ganz schön viel Platz im Innenraum. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Der ist groß im Vergleich zum Autobianchi. Das ist schon groß. Wobei, darf ich mal schnell zumachen? Freilich. Ah, der geht noch. Schatzi, schau mal. Fester. Ja, du hast da eigentlich schon ganz geil Platz da drin, gell? Definitiv. Also, das ist gar nicht so schlecht. Schon brutal. Wobei die Kehre auf mir auch faszinierend, gell? Ja, Käfig voll eingebraten. Also so schammer musst du für deine Schwarzen halt auch nicht, dass du einen Gatsch drüber schmierst. Ja, da ist dann die Grundierung aufgeplatzt, mehrmals. Also die Grundierung vom Auto, die ist schlecht gewesen, das sieht man überall. Die hat sich dann vom Lack ab, also vom Blech abgehoben. Da auch, da ist überall aufgewölbt, aufgerissen. Und vorhin sagen sie noch, die Rennautos müssen alle nicht schön sein. Ja, von wegen, gell? Ja, weil der schön innen ist mit seinem Dichtmasse drüber geschmiert. Aber wie macht man da... dass man für so ein Auto einen Wagenpass kriegt mit einem voll eingeschweißten Käfig, den man selber eingeschweißt hat? Das ist Eigenbauvorschriften. Es gibt die Eigenbauvorschriften, die sind ja noch zulässig. Im Slalomsport sind es auch noch zulässig, also bei Bergrennen auch noch aktuell. Ja, aber ich glaube, im KW-Bergcup ist es dann übernächstes Jahr irgendwie sowas, ich glaube 25 oder sowas ist es eventuell. Das ist dann, glaube ich, auf die zertifizierten Zellen. Das ist Blech. Alles Blech. Ich würde sagen, aber die Haut habt ihr ausgeschnitten, oder? Nein, da ist nur die Verkleidung weg und halt statt der Verkleidung ein Alublech mit Carbonfolie. Ja, aber für die Lautsprecher, den Krampf da, die Standzunge, das habt ihr ausgeschnitten, oder? Nein, nein, das ist alles noch. Also da ist alles noch drin. Da ist alles noch drin. Das ist einfach nur drauf abgeblecht mit Blech und mehr ist nicht. Ist die angeschlossen? Die, glaube ich, ist nicht mehr angeschlossen. Die sitzt aber auch noch vorne unter dem Kühlergrill. Aber Tupen ist noch da. Ja, Tupen ist noch da, aber das Kabel, glaube ich, habe ich nicht mehr hingelegt. Ja, und die Batterie ist jetzt im Moment nicht eingeschaltet. Deswegen guckt es nicht. Schnell aussteigen, weil die Kamerafrau ist gerade nicht da. Damit das besser ausschaut, oder wie? Ja, genau. Gescheit zuhören. Bei dem muss gescheit zuhören. Der ist schon nachgeschweißt, deswegen geht es nicht mehr so satt zu wie beim Straßenauto. Genau. Ja, schon brutal. Und jetzt ist halt für mich auch zum Beispiel heute ganz interessant, mal das Gewicht zu wissen, weil ich eigentlich da... Okay, ich habe den Wink schon kapiert. ...die Türen vielleicht austauschen würde. Die Frau holt gerade den Koffer. Ich helfe mal. Ich glaube, wir werden jetzt mal zu dem Wiegeteil dann langsam überschreiten, oder? Nee, Mord, dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen, weil wir brauchen noch ein schönes Pörnchen, bevor wir die Autos da wegschieben. Bis gleich. Vor. Stopp! Ach so, ja. Geht das mit deiner Kupplung eigentlich? Die wäre knackig sein, oder? Nein, eher mit Schwung auf. Ja, von hinten her gehen wir mit Schwung halt drauf. Wenn wir wieder zurückfahren, dann draufrollen. Ja, genau. Ja, hätte ich gemeint. Also zurück. Geht. Zurück. Ja. Und jetzt auf. Ich sag Stopp. Geht. Was? Bist du noch vier? Bitte noch? Warte mal, Stopp! Bis seid zurück! Stopp! Ah, ganz genau bringen wir es nicht hin. Bisschen Führe, Stopp! Ja, besser geht's nicht. Da ist der Boden glatt. Okay, jetzt müssen wir erst einen Cut machen, weil wir brauchen das Gewicht ja ohne Fahrer. Ja, der Boden ist ein bisschen glatt. Genau, der ist glatt, dann rutscht er jetzt weg. 730G habe ich gesagt, 745G. Der Sieger ist der Besitzer. 752. Mhm. Okay, ja, der Sprudel halt ein bisschen, gell? Mhm. Oh, aber die Gewichtsverteilung ist auch nicht schier. Mhm. 337, 133. 16,6, 18,4. Mhm. Hinten wäre es ganz gut, wenn es drin huckst. Wenn ich drin huck, genau. Mhm. Ja, nicht schlecht, oder? Mhm. Und Frontantrieb schiebt es ja von hier. Ja, genau. Tja, somit sind wir durch mit dem Video, oder? Wir wiegen dann nochmal für dich mit Super. Fahrer, das braucht ihr nicht sehen. Danke. Ja, na, vielen Dank. Geil, dass wir da sein dürfen haben. Mega cool. Wir haben einen Haufen Spaß gehabt. Wir haben so einen Zeitrahmen eigentlich angehalten. Den haben wir natürlich gesprengt, ist eh klar. Verstehe die Frage nicht, wie immer. Ein bisschen wie immer, aber scheißegal. Alles cool, oder? Wir haben mega viel Spaß gehabt. Danke, dass wir da sein dürfen haben. Ich sag danke, dass ihr da wart. So, jetzt haben wir ganz tief in der Fiat. Oder, ja, nicht nur Fiat. Kann man ja nicht sagen, wer anderes kann Fiat. Ja, wobei, Fiat ja, hat den Konzern einmal gekauft, also gehört es eigentlich auch wieder zu Fiat. Genau. Also wir sind jetzt tief in der Italiener-Materie drinnen, brutal. Von dir haben wir noch einen Haufen geiles Material auch noch gekriegt. Ich weiß nicht, was wir da zusammenschneiden, weil eigentlich ist er ja jedes Wochenende on track, wahrscheinlich sogar zweimal am Wochenende. Ja, genau. Und dann braucht er wieder 3 Tage zum Putzen von den Autos. Also du bist schon massiv beschäftigt, voll geil. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich wünsche dir morgen, weil morgen sind wir in Hochfilzen beim Brauer Hannes. Ich wollte eigentlich viel Glück wünschen, aber für euch Zuschauer, willkommen in meiner Zeitblasenwelt, das ist ja schon gelaufen. Ist schon passiert. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass du einen geilen Renntag gehabt hast. Ich hoffe es. Mit was fährst du jetzt morgen? Mit dem Bianchi. Ach schon? Ja. Mit dem Bianchi. Ja, wenn ich schon mit dem Bianchi. Ja. Donato freut sich. Voll geil. Ja. Vielen Dank. Dankeschön, super. Bis morgen und bei euch halt bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.